Jesus ist nicht Gott. Sonst könnte er ja tun, was Gott tut, wüsste, was Gott weiß und wäre so, wie Gott ist. Die Bibel lehrt, dass Jesus Christus Gottes Wort ist, das Mensch geworden und zu uns gekommen ist. Gegen diese biblische Lehre werden eine Handvoll Bibelstellen ins Feld geführt. Hauptsächlich Markus 13, 32 und Johannes 17, Vers 3. Wenn man nachforscht und den Kontext beachtet, merkt man schnell, dass die Bibel beides lehrt. Jesus war ganz Mensch, aber auch völlig Gottes Wort. Er vollbringt Wunder, er erschafft Leben, beherrscht die Naturgewalten, heilt alle Krankheiten, vergibt Sünden und weiß das Verborgene. Propheten haben gebetet, damit Gott Wunder tut. Jesus sprach selbst zu den Toten: Ich sage dir, steh auf. Und die Toten haben gehorcht und wurden lebendig. Hast du schon einmal Matthäus 8, Vers 1 bis 9, Vers 8 gelesen? Mach das mal, du wirst staunen. Jesus besitzt göttliche Eigenschaften. Er ist ewig, perfekt sündlos, allwissend, allgegenwärtig. Er ist der einzige Weg zum Vater. Er ist die Wahrheit. Er ist das ewige Leben. Er ist der Erste und der Letzte. Schon allein die Tatsache, dass wir hier drüber nachdenken, ob Jesus Gott ist. Bei welchem anderen Menschen würden wir das überhaupt tun? Fakt ist, über Jesus gibt es weit mehr herauszufinden, als dass er einfach nur ein Prophet war. Und genau dazu möchte ich dich einladen.